wissen Sie, was ein Konto ist? Also ein Konto ist, wenn man von einem Konto aufs andere transferiert, aber das ist eine Bankangelegenheit. Das kann ich Ihnen als Laien nicht erklären, aber die vom Sportverein waren ja auch alles. Also ich finde, Humor braucht es im ganzen Leben und auch Bankgeschäfte gehen leichter von der Hand, wenn er hin und wieder was zu lachen hat. Und da sind die Komödienspiele gerade in diesen Zeiten, finde ich, sehr wichtig und erholsam. Wichtig, erholsam und unterhaltsam war die Präsentation des neuen Spielplans der Komödienspiele Pacia für Juli und August. Mit dabei der berühmte Herr Karl, eine tragisch-komische Figur von Karl Merz und Helmut Qualtinger, übrigens ein echter Vereinsmeier und Tausendsassa. Also der Herr Karl hat sich überall betätigt. Er war nicht nur beim Luftschutz, sondern er war auch im Sportverein und er war im Winterhilfswerk und er war in der Gewerkschaft und er war in der Sozialdemokratischen Partei. Er war überall dabei. Wenn griechische Götter auf die Erde kommen und noch dazu ausgerechnet in St. Jakob im Rosental landen, sind skurrile Augenblicke garantiert. Wenn sie dann noch dazu auf Kärntner Polizisten treffen, was dürfen wir da erwarten? Viel Lachen, viel Ironie. Ich hoffe, die Kärntner können auch über sich selber lachen, weil es kommen zwei hinreißende Kärntner-Figuren. Aber natürlich sind wir nicht nur lieb. Es ist kein Lehrstück und es wird kein Zeigefinger sein, sondern ich hoffe, man kann lachen und hin und wieder sich aufs Hirn greifen und sagen, ja wirklich deppert. Ne? Diese armen Götter in ihrem Zuhause da im griechischen Himmel, denen geht es so schlecht. Ja, warum geht es denen so schlecht? Weil die Menschen nicht mehr so richtig an sie glauben. Ich meine, das ist ja ein Phänomen unserer Zeit, kommt mal vor. Und sie leben, von was leben sie? Vom Opferrauch. Kabarettist Werner Schneider inszeniert in dieser Saison ein 120 Jahre altes Stück von Arthur Schnitzler, das Schauspiel Anatol. Es geht um einen Frauenhelden, der ein scheinbar angenehmes, amoröses Leben führt. Heutzutage würde man so jemanden wohl als Womanizer bezeichnen. In der Beurteilung von Womanizern hat sich etwas getan in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man das heute durchliest, ist das, was der Anatol über sich sagt und was er von sich glaubt, auch schon ein bisschen komisch. Und dieses Komische möchte ich sehr gerne herausarbeiten. Verstickt, verzogen, verbaut, betrogen, verdreckt, verrucht, einfach nicht zum Ertragen. Ich komm schön langsam in die Blues-Pension. Für Kinder ab 4 Jahren ist ein Ausflug in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm geplant. Dort fühlen sich ja eigentlich alle wohl. Nur einer ist unzufrieden. Der klassische Bösewicht. Der große böse Wolf. Naja, es geht darum, dass der große böse Wolf einen Fachwechsel, wie man sagt, im Theater, einen Rollenwechsel vollziehen möchte, weil er auf diese Rolle nicht mehr festgenagelt sein will und dadurch halt gehörig die Märchenwelt durcheinander bringt. Somit hat es auch sehr viel mit Theater zu tun, weil solche gruppendynamischen Prozesse, sage ich jetzt mal, in unserem Beruf nicht ganz fremd sind. Die Komödienspiele sind unser größtes Kulturprojekt, das wir unterstützen. Nachdem wir eine Bank sind und wenig ganz uneigennützig machen, ist es für uns auch wichtig, weil es in der Region Oberkärnten, glaube ich, ein sehr wichtiges Projekt ist und sicherlich auch ein bisschen einen wirtschaftlichen Effekt hat. Ich bin der Kärntner Sparkasse umfassend dankbar für ihr Engagement, weil sie unterstützen zum Beispiel auch den KAC. Und das ist für einen Eishockey-Fan natürlich auch von großer Wichtigkeit. Auch wenn die aktuelle Situation in der Wirtschaft eher an Trauerspiele als an Komödienspiele erinnert, auf die wichtige Unterstützung durch die Kärntner Sparkasse ist Verlass. Die Zeiten werden ja für alle rauer rundherum, sowohl im Kulturbereich als auch im Wirtschaftsbereich, als auch im Bankenbereich. Und umso wichtiger ist es, dass man so gute, kreative und konstruktive Kräfte zusammenbringt, die miteinander arbeiten und was bewegen wollen. Die Sparkasse ist seit über 30 Jahren unser Sponsor. Zunächst einmal völlig stillschweigend in den ersten Jahren. Natürlich kriegen wir auch von der öffentlichen Hand Gelder, da sind wir sehr dankbar dafür. Aber wenn man mal einen Hauptsponsor hat, der hilft, dann ist es auch leichter, rundherum andere Sponsoren zu finden, die das mittragen, die mithelfen und so. Und das ist für uns die Sparkasse ganz wichtig.